Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich, dass wir wieder eine Folge von unseren Zimmergesprächen in der Fischergrube 52 haben. Zu Gast heute bei mir hier in der Oberbeck, in unserem Oberbeck-Zimmer ist Herr Dr. Alexander Bastek, und zwar vom Museum Behnhaus-Drägerhaus. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Ja, ich habe mich sehr gefreut, dass du heute Zeit hast für uns, weil ja die Familie Oberbeck und Lübeck, das ist, glaube ich, noch nicht allen so bekannt, warum Oberbecks jetzt so bedeutsam sind für die Hansestadt Lübeck. Da müsste man fast erstmal klären, benannt ist der Raum nach Friedrich Oberbeck, dem Künstler, und nicht nach seinem bekannten Vater Christian Adolf Oberbeck. Mhm. Aber du hast recht, die Familie ist natürlich in vielen Generationen wichtig und spannend. Und gerade bei Friedrich und seinem Vater auch ein ganz spannender Vater-Sohn-Konflikt, über den man sprechen kann. Ja, also wir reden ja jetzt so bei, glaube ich, im 18. Jahrhundert. Da war ja auch vieles so hier in Lübeck auch. Da waren die Franzosen, haben Lübeck belagert. Ich glaube, der Vater von Friedrich hatte ja auch gute Kontakte zum Hof, mhm, und war selbst Politiker, Bürgermeister. Wie kam es denn dazu, dass sein Sohn jetzt doch ein Künstler geworden ist? Das war sein eigener Wunsch. Also wir sind grob in der Zeit um 1800. Friedrich Oberbeck wird 1789 geboren, also im Jahr der Französischen Revolution. Ja. Für diese Ideale steht er, der Vater, für die Aufklärung, für ein aufgeklärtes Protestantentum. Wie du richtig sagtest, Politiker, er ist eigentlich Jurist, ist aber auch als Diplomat tätig, ist zeitweilig Bürgermeister hier in Lübeck. Und der Sohn entscheidet sich, wie das viele Söhne machen, was Eigenes zu machen. Ja. Er möchte Künstler werden. Entscheidet sich ja während des Studiums in Wien nach Rom zu gehen, eigentlich nur noch christliche Bilder zu malen. Und er wohnt dort mit anderen Künstlern anfangs in einem Kloster. Man lässt sich die Haare lang wachsen, trägt lange Gewänder und sieht sehr christlich aus. Die Römer verspotten sie ein wenig und rufen ihn zu, ihr seht ja aus wie Jesus von Nazareth. Und tatsächlich ist der Begriff Nazarener, den wir heute noch für diese Künstlergruppe benutzen, geht auf diesen Spottbegriff zurück. Ja, nun haben wir ja das Glück, dass wir dank des Behnhauses hier in Lübeck dürfen wir hier in diesem Zimmer ein schönes, ja, so eine Kopie von dem Original hängt ja im Museum, von dem Familienbild hier hängen haben. Was sagt dieses Bild über den Künstler aus? Es zeigt Oberbecks Familie, also es ist ein Selbstbildnis mit seiner Frau und seinem Sohn. Und Selbstbildnisse sagen natürlich ganz viel über den Künstler und die Hintergründe. Man muss dann mal unterscheiden, was erzählt ein solches Bild auf der Oberfläche und was kann man unter dieser Oberfläche noch entdecken. Zunächst sehen wir Oberbeck selber mit so einer sehr besonderen Kleidung, ein Barett, eine altdeutsche Tracht. Mhm. Wir sehen also die modischen, aber vor allem künstlerischen Vorbilder, die sind in der frühen Neuzeit. Dürer auf italienischer Seite, Raphael, in deren Nachfolge sieht er sich und dementsprechend kleidet er sich hier. Mhm. Dann hat er seine Frau sich an die Seite gemalt, und da sehen wir, die trägt ein Kopftuch, so ein blaues Unterkleid und ein rotes Tuch darüber. Das erinnert sehr an ganz andere Bilder, nämlich Mariendarstellungen. Mhm. Und tatsächlich, das wissen wir auch aus Selbstäußerungen Oberbecks, wünschte er sich ein mariengleiches Weib an seine Seite. Wenn wir uns die Familie anschauen, dann natürlich beginnen wir vielleicht beim Vater, der als wichtiger Aufklärer, als Mitbegründer der Gemeinnützigen, die es ja bis heute gibt, eine ganz entscheidende Figur für Lübeck war. Also aus den Ideen der Aufklärung, sich um Bildung, um Soziales, um das Gemeinwohl zu kümmern. Eine Tradition, die ja bis heute aufrechterhalten wird. Der Sohn ist vielleicht deswegen modern und interessant,
weil er genau das macht, was Söhne heute und Töchter inzwischen auch machen. Rebellieren, sich gegen die ältere Generation absetzen. Bei Overbeck ist das schon extrem. Der wird Künstler, der geht nach Rom. Und ganz wichtig, das haben ihm viele Lübecker damals auch übel genommen, er tritt zum katholischen Glauben über. Mhm. Das hängt wahrscheinlich auch damit, oder damit hängt auch zusammen, dass er bis heute so richtig in Lübeck nicht wertgeschätzt wird, weil man mit seiner christlichen Bibelmalerei nicht so viel anfangen kann. Aber wenn man gerade sich die Bilder im Wehenhaus anschaut, das Selbstbildnis mit der Familie, sein eigenes Selbstbildnis und viele andere, dann finde ich das immer hochspannend, wie man die Augen öffnen kann und den Menschen erklären kann, dass hier jemand sitzt, der sehr ernst, mit großer Überzeugung seiner Kunst nachgeht. Und das ist, glaube ich, bis heute aktuell und kann auch vorbildhaft sein. Hm. Du hast es gerade angesprochen, den Menschen die Augen öffnen. Das heißt also, wenn man ins Wehenhaus kommt, dann gibt es da auch Führungen und sicherlich auch ein bisschen Aufklärungsarbeit, die du ja wahrscheinlich auch mal so mitleistest für Gruppen. Eine große Kunstsammlung, die es zu entdecken gibt, auf eigene Faust, klassisch mit dem Lesen von Texten oder modern mit dem Audioguide oder demnächst auch mit einem E-Guide. Oder eben die klassische Führung, dass man sich die Bilder erläutern lässt. Und der Bogen, der beginnt ja in der Kunst der Romantik mit Overbeck, aber auch Caspar David Friedrich. Mhm. Und er endet bei Edvard Munch und den modernen Künstlern des 20. Jahrhunderts. Das ist für viele Lübecker wirklich eine Entdeckung, in dieser mittelalterlichen Stadt solche großen modernen Kunstwerke auch zu finden. Dann sage ich ganz herzlich Dankeschön, dass du heute hier warst bei uns im Klassik Altstadt Hotel, ganz nach unserem Motto der Vergangenheit verbunden, der Zukunft entgegen. Sehr gerne, ich danke auch. Danke.